Zurück am Mars. Er wird wieder terraformt. Wieder zu dritt. Genauso wie beim letzten Mal. Und ich habe gerade vergessen, was ich eigentlich gemutet habe und was nicht. Nämlich genau verschoben. So. Liebe Mitspieler, sagt kurz Hallo zu den Tausenden und Millionen und Milliarden von YouTube-Zuschauern. Und vielleicht Twitch-Zuschauern. Hallo. Sehr schön. Was muss ich jetzt machen? Muss ich das wieder zumachen jetzt? Ja. Kannst du ruhig, ja? Ja, das andere kann man zumachen. Ah, okay. Gut, dann zacki zacki. Was kommt da? Okay. Okay. Fällt mir alles nicht. Hat er ausgewählt. Spielen wir wieder mit den Fan-Affalten? Nein. Nein. So, wer hat noch keine Karte gedraftet? Ich muss mir zuerst die anderen kurz durchschauen. Ein bisschen muss ich schauen. Mein Rainer, wirklich toll. Wozu beeile ich mich so? Hast du einfach irgendwas genommen jetzt? Natürlich. Nein. Ich habe schon gewählt. Bist du eben, meine Auswahl war nicht so schwer, weil die meisten Karten fand ich jetzt nicht so attraktiv von denen. Eigentlich fand ich keine wirklich super. Hast du die Karte ausgewählt? Quasi. Oh, neue Karten. So schöne Karten. So schöne? Nee, ich fand sie schön. Oh, ich habe einen besseren Nick bekommen. Dankeschön. Bitte sehr. Eddie-Line. Ich fand den vorherigen viel passender. Ja. Was haben wir für Awards eigentlich? Rim Settler, 3 Jovian Tags, Tycoon, 15 grüne oder blaue Karten gespielt. Ja. Dann 16 Handkarten. Polar Explorer in den unteren beiden Reihen, glaube ich, was mindestens drei, also drei Teils. Und Ecologist Invasion, 4 grüne Tags. Was behalte ich mir davon jetzt? Verstehe nicht, warum ihr beide Imported Greenhouse Gases nicht mögt. Eine tolle Karte. Ja, vergessen, was sie macht. Es gibt viel tollere Karten. Eine Hitzeproduktion, 3 Hitzeressourcen, a Space Event mit Earth Tag für 7 Kosten. Ja, ich nehme es trotzdem auch nicht. Weil potenziell eine andere Karte mir noch mehr gefällt. Hätte ich mir allerdings meine Corporations vorher eine richtige angeschaut, hätte sie mir vielleicht doch nicht. Hätte ich vielleicht doch nehmen sollen. Verdammt. Hoppala. Ups. An Awards haben wir den Miner, die meisten Stahl- und Titan-Ressourcen, Cultivator, die meisten Greenery-Tiles, Scientists, die meisten Science-Tags, Thermalist, die meisten Hitze-Würfel, Banker, die meiste Geldproduktion. Bist du auch ein Hitze-Würfel? Nein, ich bin kein Würfel. Oh, die Underground City ist wieder da. Ja, ist mir überlegt, aber es ist doch irgendwie zu schwierig. Ja, mit der 2 Energieproduktion und der Rest ist halt auch nicht so. Naja, ist das die 2 Stahl bringt? Yep. Ja, die Produktion. Ja. Ich habe meine Corporations sind alle eigentlich relativ leer. Ich meine, Point Luna nicht so und Saturn Systems. Ah, wirklich. Aber ihr habt Ecoline und Valley Trust. Ecoline, ja, da kann ich schon Nein sagen. Ich weiß. Oh, das ist eine urgute Karte.
Ach so, okay, die ist deshalb gut. Die braucht plus 4 Grad. Steelworks finde ich toll, aber die Energieproduktion ist schwierig. Gras ist auch okay, aber mittelfrüh erst. Underground Detonation ist eigentlich mein Favorit. Andererseits, weil ich es oft mache. Was ist denn das? Wenn ich jetzt Noctis, ich habe Noctis City auf der Reserved Area, die gibt es ja jetzt nicht auf der Karte, auf der Map. Oder gibt es? Richtig, in dem Fall ist das dann quasi frei platzieren. Was allerdings irritierenderweise bei Sachen, die für Volcanic Areas sind, und ich glaube, das ist ein Bug im Spiel, aber ich bin mir nicht ganz sicher, nicht der Fall ist. Da kannst du die dann nicht spielen, nämlich. Aber Noctis ist, soweit ich das in Erinnerung habe, oder soweit ich es in Erinnerung meines persönlichen Erlebnisses habe, in der Version hier, dann frei zu platzieren. Gesagt, ja. Und was behalte ich mir jetzt? Noctis. Ich habe nicht Noctis, das kann ich mir nicht behalten. Noctis CD. On Rock and Roll? Mhm. Mhm. On Mars. On Rock and Dust. Oh, warum? Ist alles kaputt? Nein, ich habe 3 Karten, die ich gerne haben möchte und ich weiß, dass ich nur maximal eine davon kriegen werde. Oh je. Und in der vorherigen Reihe waren irgendwie keine Karten, die ich wirklich super fand. Das ist das Ganze nochmal schlimmer, wenn die etwas besser verteilt werden. Da habe ich ja eine nette Karte von dir bekommen, Peter, das ist ja fein. Welche? Advanced Alloys. Also das mit, habe ich mal angeschaut, aber ich meine, es ist ein Science-Tech, insofern eigentlich. Aber es bringt halt auch nicht so viel, wenn man nicht Titan oder Unmetallproduktion hat. Ja, und das geben meine Corporations nicht her und meine die Preludes auch nicht. So natürlich nicht. Bleibt sie bei mir, hoffentlich kommt sie. Aber ja, ist eine coole Karte. Ja, ganz unbedingt. Kann's bringen. Ich glaube, ich wäre. Was ist der Magnetic Field Dome? 2 Energie minus für 1 Pflanzenproduktion. Und ein Terraforming-Rating. Und ja. Sie kostet nicht viel. Das ist schon hart. Ja, aber gibt die auch noch in einer besseren Variante, die noch mehr Energieproduktion kostet, aber mehr Pflanzen bringt und so. Und so. Weil Advanced Alloys mit Galleon Mining, Houseprinting, ne? Da geht schon was. Vielleicht der Underground City. Not my turn to take any actions. Ist ja gut. Warten wir wirklich auf dich, Peter? Ja. Ah, das ist gut zu wissen. Schön erledigt. Oh. Aha. Was haben wir denn da? 4 Science 6. Finde ich nicht gut ohne Energieproduktion. Viel zu spät. Oh. Auch nichts. Oh, ich weiß, die Fuel Factory hättest du wohl gern behalten. Ja. Und Carbonate Processing ist eigentlich auch fein. Ist das das, was 3 Hitzeproduktion? Ja. Yep, die beiden hätte ich auch gerne gehabt. Ja, Fuel Factory it is. Ah, vielleicht nur Schrott. Vielleicht nur Schrott, weil mir irgendwer Advanced Alloys weggenommen hat. Verdammt. Ah, diese Mitspieler. Ihr Mitspieler immer. Nehmt mir die besten Karten weg. Wirklich? Ja. Und schwärmt mir dann davon vor. Das willst du doch, oder? Du willst doch, dass wir kompetitiv sind. Was bringst du, wenn du immer gewinnst? Gewinne ich immer. Ich meine, hin und wieder wäre schon schön, ich weiß. Ja, aber immer wäre noch schöner. Ich verstehe die Frage, wie gesagt, nicht. Oh, warte mal. Nicht bei mir. Bei mir, weil alles nicht. Der Rainer muss sich beschweren. Das ist alles nur Schrott, was ihr mir hier gelassen habt. Sag ihr, du musst dich beschweren. Ja, oh. Wenn ihr mir so einen Schrott lasst, was soll ich denn tun? Dann preludet mal. Preludet los. Mm.
Oh. Oh, Mann. So sage ich mal, Internet Processing ist zurück zu mir gekommen. Damit habe ich nicht gerechnet. Was? Ist was zurückgekommen? Achso. Ja, als letzte Karte. Ich hätte gedacht, dass da was anderes übrig bleibt. Was hast du dir behalten, Rainer, dass ich diese Karten kriege, die ich jetzt bekommen habe als Prelude? Tja, das wüsstest du wohl gerne. Mhm, deswegen frage ich dich auch. Ja, das wüsstest du wohl gerne. Ja. Gehe ich wirklich heftig ins Minengeschäft mit Underground und Houseprinting? Dann würde ich den Supplier jetzt fast behalten. Polar Industries liegt mir aber näher. Was die bessere Karte ist. Andererseits, ist es besser, Hitze als Stromproduktion zu haben? Hm? Ich nehme den Supplier. Wieder warten wir alle auf die schreckliche Edda. Nein, ich habe jetzt gerade erst Karten bekommen. Mhm. Aber du hast jetzt welche und suchst gerade aus zwei. Drei. Nein, aus zwei. Aus zwei? Zappalot. Ja. Vielleicht warten wir dann gar nicht auf die schreckliche Edda vor. Ich habe schon drei Karten ausgewählt. Ich bin schon fertig. Ich habe gerade erst zwei bekommen. Ausreden. So, was sind meine Preload? Wo bin ich? Da bin ich. Das ist jetzt ein bisschen übersichtlicher als im ersten Spiel, kommt mir vor. Vielleicht haben es da was geändert. Egal. Mohol ist allerdings schon gut. Der Stahlproduktion. Ja, das muss ich eigentlich nehmen. Ich werde zwar den Portag vielleicht vermissen, aber es ist euch besser als Supplier und dann Underground City. Hm. Ja. Schwierig. Mache ich die Underground City überhaupt? Interessiert mich die. Wenn den Giant Ice Asteroid behalten. Wegen Galleon Mining, Postprinting auch. Und natürlich die Designed Microorganism. Ich mit Underground und Carbonite. Das sind 12. 17. 23. 33. 49. Mit Vitor könnte ich das machen. Ich habe fertig. An welcher Stelle bin ich dran? Letzter. Dann könnte ich mich entscheiden, welche von den drei ich behalten möchte. Alternativ. Ja, es muss Vitor sein. Schade, United Nations Mars Initiative. Geronimo. Super. Ebenfalls fertig. War aber eine schwere Auswahl, muss ich sagen. Vor allem was die Corporation betrifft. Habe ich euch nicht die genommen, die ich gerne hätte. Na, bin schon gespannt, welche du hast. Ich auch. Ah, okay. Ja, ich habe überlegt zwischen Ecologist und dem dritten Prelude. Das Reload ist schon fein. Ja, das ist da wird es mir auch schwer fallen. Aber die anderen Karten haben zu einem gepasst. So, was ist jetzt? Wo du mal? Ja, ich behalte mich. Okay, gut. Edda? Ja, ich behalte mich. Nicht nur sagen, sondern auch tun. Ich tue.
Du tuist? Mhm. Du tuist. Und theoretisch würden die Hazard Tiles, also Dust Storm und Erosion, auch die normalen Placement-Boni, die auf dem Spielbrett liegen, kaputt machen, natürlich. Hm. 7 Karten gekauft. Dum dum. Gratuliere. Nicht, dass du dich deswegen daran verschluckst. Ich kann mir nur 4 behalten. So, was haben wir? Ecoline, ach, ja. Ja. Wow, ja. Oh weh. Ja, das, ja. Dafür habe ich kein Geld. Ja. Man kann nicht alles haben. Okay. Auch fein. Ja, Metals Company. Ja. Metals Company hätte ich auch gern gehabt. Andererseits habe ich mit meinen 2 Karten quasi was Besseres. So, ich kann eh nur ein Project spielen, wie es ausschaut. Gesundheit. Zack, fertig. Ja. Oh. Wenn ich durch Peters Ecoline ist klar, dass ich nicht Cultivator das Award nehmen kann. Hätte die Frage zwischen meiner und Thermalist. Das ist die Karte hat immer die Äder. Ja. Zu wem es halt passt. Das weiß das Spiel. Ja. Stellt sich also die Frage. Miner oder Thermalist? Wo werde ich denn mehr produzieren? Wo ist es schwerer für andere aufzuholen? Ich bin in einer halben Sekunde wieder da oder so in etwa. Nehmen wir es nochmal los. Aber ich bin ein Idiot, ich soll immer die Karte behalten eigentlich. Ich glaube, die Antwort. Naja. Ich glaube, die Antwort hast du schon gerade gegeben. Ja. Du hast schon ein Award gefundet. Ja, das muss ich leider tun mit meiner dummen Corporation. Was macht die? Ich starte mit 45 Megacredits und meine erste Aktion ist, gerade ist einen Award zu stiften. Und sonst 3 Geld, wenn immer ich eine Karte mit nicht negativen Siegpunkten spiele. Hm. Und das war leider der Grund, warum ich die genommen habe. Ich glaube, das war ein Fehler. Ja. Wenn ich drüber nachdenke. Das hat schon mal 3 kassiert. So, ich bin fertig für die Runde. Aber wenn ich genau drüber nachdenke, war das sicher ein Fehler, weil ich hatte auch Teraktor als andere Corporation zur Wahl. Das macht ich. Man startet mit 60 Geld und kriegt 3, wann immer man einen Earth-Tag spielt. Und das wäre, glaube ich, insgesamt besser gewesen für mich. Habe ich irgendwie nicht so ganz durchdacht. Hm. Und was ich eigentlich hätte nehmen wollen, aber dafür wäre das dann mit den Karten, die ich jetzt spielen will, in der ersten Runde sich nicht ausgegangen, wäre die United Mars Initiative gewesen, wo man mit 40 Geld startet und wann immer man selbst das Terraforming Rating in dieser Generation erhöht hat, für 3 Geld nochmal ein Terraforming Rating dazu kaufen kann. Ah ja, das hast du in einem unserer ersten Spiele überhaupt, glaube ich, gehabt. Ja. Das ist ganz, ganz nett, finde ich. Ein Terraform-Rating einfach nach oben schießt. Richtig. So, Ada. Sie hat gesagt, sie muss dran. Schon dran. Ich glaube, sie hat gerade was kaputt gemacht. Ich mache auch gleich was kaputt. Die Ada? Ich habe nichts kaputt gemacht, ich habe Mandarinen.
Man hört dich nur sehr leise. Mandarinen und Erdnüsschen. Jetzt hört man dich sehr laut. Mhm. So. Meine armen Nerven. Oh. Also, entscheide dich, was du tust. Du hast eh nichts mehr zu tun, wahrscheinlich. Ich kann nicht mehr so viel tun. Dann sag weiter. Oder passe für die Generation. Hab ich schon. Was schon? Tatsächlich. Oh, ich... was nicht bitter. Ich hab was nicht bedacht. Das war ja dumm. Nein. Schon irgendwie. Das ist eine ziemlich gute Karte auch. Ne, ja, von den Tags her, ganz laut. Nachdem mir die anderen Karten nicht gefallen haben, ist das jetzt nur eine Defensivaktion, dass das niemand anderes macht. Nimmt mir dann was stiehlt. Ein Titan, ein Stahl, mein Geld. Alternativ könnte ich sie eigentlich behalten. Jemand anderem sieht Geld zerbröseln. Vielleicht. Schauen wir mal, was die anderen Karten so bringen. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Ich weiß noch nicht, wo ich die Stromproduktion herkriege, aber nachdem ich den Award für den Thermalist gesponsert habe, muss ich das machen. Ich warte. Ja. Jetzt warte ich nicht mehr. Jetzt warte ich wieder. Ja, ich habe zwei komplizierte Karten. Ich muss sie erst lesen. Auf den Boden und sie unter Druck setzen. Das ist ein Wahnsinn. Du klingst jetzt, als ob du in einem Aquarium gesprochen hättest. Aber ja, ich habe auch gerade einen Vergleich überlegt. War aber eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Ich glaube, jetzt ist sehr trunken. Das ist das Wahrscheinlichste. Oh Mann, ich kann mir nichts leisten, das ist ein Fuck. Das sieht genau nicht aus. Goddammit. 22 dafür. Dann fehlt mir halt da was. Ich muss halt da Acht geben, dass niemand mir die Ozeane wegpflanzt, bevor ich kann. Allerdings auch Stahl. Hier. 30, 32. Okay. 29. Ja, durch. Ich habe mich entschieden. 39. Ich habe nur noch 22, weil jetzt erst die Kosten ab. Ah. Meine Advanced Idol-Holz. Wir brechen sie viel mehr und du nimmst sie einfach so weg. Oh je. In der Tat, oh je. Dann einen kleinen Krösus. Das ist aber schnell gegangen. Man weiß ja, was man tut. Powerplant? Achso, dass du dir die dann leisten. Ah ja. Richtig. Ich meine, man weiß nicht wirklich, was man tut, weil man dachte, man hat eigentlich noch damit gerechnet, eine Preload-Karte mit Stromproduktion zu nehmen. Hat das dann aber nicht und hat dann sonst nicht weiter gedacht, aber ist schon okay, so. Edda, du bist... Oh,
Oh, Noctis. Und ja. Das geht überall. Und ein Wald. Wo ist der Wald dann hergekommen? Ziehe ein bisschen. Das ist es. Diese Ecolan immer. Diese Ecolan. War wieder schnell. Ich auch. Cool. Ich habe nur gute Karten. Die ist halt schweineteuer. Ah, das ist ja ein Käse. Nicht, was ich denn. Was ich denn machen soll? Industrial Microbes wegen dem Microbe-Tag. Auch ein Building-Tag. Naja. Kann ich mit Stahl zahlen. Und ich glaube, es bringt mir insgesamt mehr Stahl als noch ein zweites Strom, den ich jetzt momentan. Einen zweiten Strom zu haben, den ich jetzt eh nicht ausgeben kann. Und der zweite Microtech, vielleicht bringt er mir noch was. Mann. Andererseits hätte das andere einen Powertech gehabt. Und ich weiß, dass mir irgendwann zwei Powertechs. Ne, ich weiß. Dass da die Wahrscheinlichkeit zumindest relativ gegeben ist, das mit dir was bringen. Ich glaube, ich habe die falsche Karte behalten. Aber vielleicht habe ich Glück und sie kommt wieder. Das ist im Draft. Kannst du es nur umtauschen? Oh. Das wird es mehr an Wegnehmen als an Selbstwollen. Aber ich will eigentlich nicht, dass jemand anderes außer mir die. Das kurz durchzurechnen. 15 plus 6 ist 21, minus 4 ist 17. Das heißt, ich hätte noch. Das sind. Natürlich, die sind wieder da. Lake Marineris, wenn er nicht so spät wäre. Oder wenn es nicht jetzt so früh wäre. Aber ich fürchte, das ist einfach drei, die ich verschwende, wenn ich es nehme. Das geht ja ruski zucki. Wieso hat die schreckliche Edda so viel Geld? Der schon Terraforming und 6 Bonus. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Doch absurd. Ich würde das auch einklagen. Über wen spricht ihr gerade? Eat a Rich. Rich, genau. Nein. Rein, ich glaube, du hast Mikroben. Ja, industrielle. Ich hoffe, ihr seid seit, wie soll ich sagen, positiv angetan davon. Ich hoffe, es juckt nicht zu schlimm. Nein, Stahl, sowohl im Stahl als auch in der Stromproduktion sind die sehr hilfreich. Ja, da nimmt man kleine Unannehmlichkeiten doch gerne in Kauf. Ireland hat das. Ja, schauen wir mal. Ich habe ein, zwei Karten, wo es sich dann irgendwann auszahlt. Ja, sehr Long-Term Planning hier. Edda, du bist. In vielen fernen Jahren. Ja, vielen Generationen. Ja. Na, Edda? Was hättest du gerne? Ja, Space Station. Die ist nett. Ja, kann man machen. Aber ich habe nicht die Karten dafür gehabt. Habe ich sie weitergeschickt.
Eben, wie viele Space Tags will man denn noch spielen? Dass sich die auszahlt? Verdammt, ja, dein Siegpunkt, die hätte mir sogar mehr Andererseits, ich glaube, die war bei den anderen guten Karten dabei. Insofern. Hoffe ich, alles richtig gemacht zu haben. Um mich nicht ärgern zu müssen. So. Ui, das ging flott. Mit dem ersten Meilenstein. Ja. Uiui. Oh, ein billiger Jovian Tag. Das wäre eine schöne Karte. Hey! Cool. Das ging sicher gut aus für mich. Hab ich irgendwie verpasst, dass einer von euch die Hitze erhöht hat? Ich schau auch gerade, wer das gemacht hat. Ja, die Edam, Big Asteroid. Ah, sehr schön, sehr schön. Ups. Dankeschön. Endlich hast du mal was Gutes gemacht. Wieso kriege ich immer alle Karten, die ich haben will, auf einmal? Oh. Das ist super dumm. Das ist echt schlimm. Ich sehe die erste Karte und denke mir, wow, cool, die will ich. Die zweite, wow, cool, die will ich. Die dritte, ui, die will ich auch. Die vierte, auch die will ich unbedingt. Ja. Positiverweise eine von den Karten werde ich nochmal sehen. Wahrscheinlich die ich am wenigsten wollte. Ja, die sind alle mäßig. Und die eine kann ich leider nicht spielen. Die Karte ist ein No-Brainer. Jovian Tag für den Milestone. Siegpunkte, das heißt, ich zahle 3 weniger wegen meiner Corporation. Ich kann das mit Titan gut zahlen. Und die Karte ist einfach top. Bei Hitze, bei Pflanzenproduktion. Oh, wie nicht. Oh Mann. Eigentlich Insulation wäre klar. Wenn ich nicht die Corporation hätte. Welche wolltest du unbedingt? Rainer? Die erste wäre für mich nicht schlecht mit dem 5 Hitze für 4 Pflanzen. Ja. Die zweite erinnere ich nicht mehr, aber die wäre auch gut gewesen, glaube ich. Ich habe jetzt die Immigrant Shuttles. Die dritte fand ich nicht ganz so spannend. Ja das. Also die waren. Ich meine, bei der Hitze verstehe ich es für dich. Was waren die zweite noch gleich? Ich hab's vergessen. Ich habe zu schnell weitergeklickt. Das war's. Ich werde es nie erfahren. Niemals. Außer es kommt wieder zurück. Ja, dann vielleicht schon. Allerdings, genau. Das wird wahrscheinlich die erste gewesen sein, die wieder zu mir kommt. Was für mich okay ist. Grundsätzlich. Was ist denn das? Wieso gibt es noch keine Oceans? Mir fällt gerade auf, ich habe keine Stromproduktion für das Development Center. Was will ich denn jetzt machen überhaupt? Was kann ich machen? Ich bin mir nicht sicher, ob die Insulation klug ist. Weil wer weiß. Vielleicht dauert es lang genug mit der Hitze, bis hier oben ist. Geht doch weiter. Wäre halt nicht. Und dann wäre es Verschwendung. Allerdings, wenn es nicht lange dauert, wäre es
ziemlich blöd. Hm. Weil den Thermalist wollte ich so oder so kriegen. 9. 37. Minus 18. Minus 21. 16. 7 noch 12. Hm. Na, wie viel kaufst du? Ich spiele ein bisschen spekulativer, als ich gerne würde. Deswegen habe ich jetzt auch so viele Karten gekauft. Kannst du, du weißt überhaupt nicht, was du tun sollst und tust deswegen alles auf einmal? Genau, was immer eine gute Taktik ist. Hm. Bin mir wegen der Installation wirklich sehr unsicher, ob das war. Schlimmstenfalls habe ich 3 Credits vergeben, die ich in Black Polar Test gleich stecken kann. Nicht, dass Black Polar Test zu früh gut ist, finde ich. Aber andererseits, wann ist sie schon? Ist Black Polar Test überhaupt? Das ist nicht. Next. In gewisser Weise könnte man sagen, mit der Insulation zusammen schon irgendwie. Zumindest wenn man erwartet, dass das Spiel noch mindestens 8 oder eher 9 Runden geht. Dann wäre die Kombination beide zu spielen nicht so dumm. Was haben wir hier? Rover Construction, okay. Subterranean Reservoir. Peter, das sind Focus Space Haven. Willst du auch in die Titanproduktion einsteigen, wie ich sehe? Und zwar ganz groß. Ah. Oh, das war dumm. Nein, Idiot. Was hast du denn gemacht? Nichts, darüber reden wir nicht. Was Dummes. Du kannst mit mir über alles reden. Nicht über sowas Dummes. Oh. Der Rainer und seine Hitzeproduktion. Ja. Du und deine Pflanzenproduktion. Ich und meine Geldproduktion. Lächerlich. Die Hoffnung ist, dass jetzt niemand Hitze steigert, bevor ich das kann. Nächste Runde. Ich hätte gerne mehr Produktion, logischerweise. In Wirklichkeit ist nur Edda die Gefahr. Weil sie wird nächste Runde erste sein und hat aber nicht genug. Geh bitte, ich kann mir das nicht leisten. So ein Blödsinn. Nicht, dass ich Soletta spielen möchte, aber vielleicht schon. Ich habe wieder das Problem, dass ich auf den ersten Blick 4 gute Karten gekriegt habe. Wobei, ich sollte nicht sagen 3 gute Karten gekriegt habe. Ja, die eine müsste man eigentlich wegnehmen, damit sie die Eder nicht kriegt. Dann tu das. Ja, aber ich will nicht. Ja, aber wenn du auch sonst für dich nichts Gutes siehst, dann musst du ja nicht behalten. Musst du ja nur wegnehmen. Du musst überhaupt nicht über meine Pflanzenproduktion herziehen. Du hast auch 4. Ja, du hast 5 und du zahlst nur 7 für einen Wald.
Ui, 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 ui. In der Tat. Ich habe noch nicht einen Wald gepflanzt, möchte ich anmerken. Und es wird noch dauern, bis ich so weit bin, einen zu pflanzen. Was ist mit dem Wasser überhaupt los? Wieso tut sich das so wenig? Wer hat denn den ersten Ozean da gepflanzt? Das müsste er gewesen sein, oder? Wieder das Subterranean Reservoir. Jedes Mal diese Edda. Na, will Karten. Ja, dann nimm dir Karten. Ja, es sind noch keine zum Nehmen da. Kann leider nichts dagegen tun. Jetzt. Oder dafür. Oh! Oh oh. Ah, oh. Das gehe ich, dass sie nicht mitbekommt, dass das oder was Besseres zu tun hat als das. So, was machen wir jetzt? Arctic Algae ist eine tolle Karte, vor allem jetzt. Und das selbst, wenn muss ich kriegt, tun. Ist es mir, glaube ich, mehr wert. Weil das sind noch mindestens 7 mal 2 und 15 Pflanzen. Das muss mir mehr wert sein als eine Hitzeproduktion. Ich habe nur gute Karten. Oh je, mein Beileid. Ich habe kein Geld. Du hast die 34. Weine hier nicht rum, bitte. Sag mal so, für all die Karten habe ich nicht genug Geld. Ja, so geht's mir auch, ja. Du kriegst jetzt zumindest wieder eine Heat Production wahrscheinlich. Also eh alles fein. Rechnen wir. 12, 22, 21. Minus, hat kein Earthquake, 21. Dann Earthquake, minus 21. Geht sich aus. Karten sind mir alle momentan egal. Oh nein. Ich glaube, meine Heat Production ist gleich weg. Bin gespannt, was passiert. Ich habe eine schlimme Vorahnung. Ui. Ganz schlimm. Aber Edda, du bist dran. Eieiei. Ja, das war die schlimme Vorahnung. Andererseits macht mir das Leben in gewisser Weise leichter. Und in gewisser Weise muss ich nochmal sagen, ich habe ziemlich sicher die falsche Start-Corporation gewählt. Ich hätte doch Terraktor nehmen sollen. Mehr Geld, hätte ich keine Geldsorgen und, und.
Und wieder ein Wald. Schamlos, deine Waldpflanzungen. Schamlos. Immigration Shuttles, huiui. Das hast du dir aber fein was kosten lassen. Ich meine, teuer. Du hattest nur zwei Titan oder hast du schon mehr gehabt? Zwei. Das auszahlt. Wahrscheinlich. Ich meine, es sind auch Siegpunkte. Ich meine, es sind wahrscheinlich nur zwei Siegpunkte oder so. Wobei beim letzten Spiel waren es, glaube ich, sogar 9 Städte. Ich habe sogar 12. Also schauen wir mal. Von dem her ist es ja auch nicht schlecht. Wenn es drei, sagen wir, sind es 30 Punkte. Ja, nein, dann. Also, wenn es 30 Punkte sind, dann ist es wahrscheinlich ganz okay jetzt. In Space und Elevator. Okay. Ja, die Space Hotels hätte ich mir gern behalten. Die sind ein bisschen günstiger. Ja. Aber die Earth Tags habe ich halt nicht. Ja, für mich lief das gut, weil bei mir kam dann die Earth Office Karte noch irgendwo dazu plötzlich. Ja, wenn ich wusste, dass die unterwegs ist, hätte ich es wahrscheinlich auch genommen, weil ich mit den Immigration Shuttles ja auch eins habe. Ja. Andererseits, ja. So, Ada muss noch passen, dann sind wir durch. Nein. Achso, du musst noch einmal Hitze. Ja. Natürlich. Jetzt sind wir durch. Frage ist, wann lohnt es sich, Letter zu spielen, wenn man es direkt in Installation umwandeln möchte? Und was nehme ich jetzt? Nehme ich das? Oder das? Nimm das. In der Tat. Die Ada hat so viel Geld, das ist wirklich widerlich. Ja, die wird nicht einfach. Mhm. Und gibt's auch noch offen zu. Schamlos. Harmlos, dieses Verhalten. Die Karten. Ich auch. Brauche Karten. Ohne Karten macht dieses Spiel wenig Sinn. Ich kriege einfach keine. Oh, da sind sie. Oh, da sind sie. Ja. Eine Karte, die deutlich besser ist als die anderen beiden. Immigrant City, sind das so teuer. Ist sie das denn? Den Kopf nach unten. Dem Kopf ja, die Tini hat mir was gesagt. Ich habe ihr geantwortet. Verstehe. Achso, aber Immigrant City bringt natürlich Geld, wenn was anderes geplaced wird. Andere Städte, ja. Ja. Also ab zwei weiteren Städten ist die Immigrant City top. Oder? Die Frage, wann weitere Städte kommen, das ist die Frage. Wann und ob? Mm.
Kriege ich nur gute Karten. Ja, wieso kriege ich hier nur gute Karten? Boah, Mann. Du bist nicht so zufrieden mit dann, oder wie? Doch, doch. Ich weiß nicht, was schlimmer ist eigentlich. Schlechte Karten zu kriegen oder gute Karten zu kriegen? Also die Karten, die ich hier habe, sind irgendwie doof. Das höre ich gerne. Also, so gut ist die Karte doch gar nicht. Man dachte, die ist super, die Karte, diese Herbie Wars. Nee. You place a greenery tile, add an animal to this card. Ah, Wolves, werde ich doch schon hin und wieder machen. Oh. Halt ich die? Ja, drei Karten. Let's go. Let's go. Das kann man nicht so einfach sagen. Let's go. 9. Haben wir nur 19. Was will ich diese Runde machen? Wenn, möchte ich idealerweise wahrscheinlich all meine Ozeane auf einmal. Das Scarab Farming ist nicht so fern eigentlich. Der Header geht jetzt schon, ja. Let's go! Zu Befehl. Oh, ich bin dran. Mal kurz überlegen. Oh, minus 14 Grad, da kann ich ja schon was machen. Oh. My turn. Vielleicht war es ein Fehler, die Temperatur schon zu erhöhen? Nein. Ja, da halt später. Ja, doch, vielleicht schon. Nachdem ich jetzt gerade das, vielleicht kann ich dann schon was machen hörte. Definitiv ein Fehler. Konnte es bei minus 16 auch schon machen. Dann bin ich beruhigt. Weil sonst hätte ich mich jetzt fast ärgern müssen. Fast. Und dann spielst du die Immigrant City. Ja, das war mal wichtiger, falls jetzt irgendwie was anderes noch passiert. Das andere kann ich jetzt immer noch spielen, tut nicht weh, wenn das wartet. Verstehe. Ich weiß nicht, ob das die höchste Wahl jetzt war, aber immerhin mal wieder was gratis gekriegt. Ich sollte mal darauf achten, meinen Stahl loszuwerden, weil bringt mir momentan auch nicht viel. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich nicht Heather hätte pflanzen sollen und vielleicht mit dem Wald noch eine Runde weiter warten sollen. Andererseits nicht so attraktiv. Nächste Frage. Will ich jetzt die Insulation? Nächste Runde. Soletta? Oh. Ja. Heftig. Aber Ada, gib mir mal ein bisschen Geld aus.
Das ist aber noch zu früh. Ich bin nicht fertig mit der Runde. Ja, das ist wirklich ein bisschen blöd, dass ich da nicht Auto passen schon irgendwo anhaken kann oder ja, das Spiel das weiß, dass ich das machen will, weil ich jetzt keine Karten verkaufen werde, einfach so. Weil ich, ja, Lust. Ich meine, man könnte es wahrscheinlich den Machern vorschlagen in dem Forum beziehungsweise in passenden Discord. Wobei ich glaube, sie bevorzugen es im Forum. Weil das dann diskutiert werden kann. Aber es wäre vielleicht sinnvoll, das mal anzusprechen. Geäda, muss das denn sein? Nein, muss nicht. Sachen gibt's? Was, wenn ich das mache? Dann mache ich das. Oh, das hat sich nicht ausgezahlt. Geht's da? Ja, was hat sich nicht ausgezahlt? Ah, ich war mir nur nicht sicher, ob du noch da bist. Das, was ich gerade gemacht habe. Die Karte, die ich gekriegt habe. Local Heat Trapping? Was? Ich habe da dadurch ein Greenery erzielen können. Das Greenery auf dem Kartenkrieg und ich habe eine Karte gekriegt, die nicht mehr spielbar ist. Wäre sie spielbar, würde ich sie toll finden. Aber leider. Jetzt habe ich ein bisschen dadurch Hitze verschwendet und dann, was für nächste Runde nicht gut ist. Muss es so sehen, ich habe dir da einfach einen Sauerstoffzuwachs weggenommen dadurch. Muss es wert sein. Edda? Ja. Ja, aber wir werden doch recht flott fertig werden. Ja, ich fürchte auch, dass es schneller geht, als was für mein Spiel gut ist. Das höre ich gerne. Ja, weil da so viele Events gespielt werden. Jetzt, ja, vor allem von dieser schrecklichen Edda da immer. Die 10 Geld verdienst. Ja, muss doch nicht sein. Okay, Challenge accepted. Dass es nicht sein muss? Naja, den Banker. Oh, was ist denn da passiert? Da habe ich noch ein paar Karten in der Hinterhand. Das sage ich nur. Ich auch, möchte ich nur anmerken. Ich bemerke mit Entsetzen, dass ich mit dem Terraforming-Rating sehr weit hinten bin. Obwohl ich hier der bin, der hier den Mars grün macht. Entschuldigung? Ich einfach nur Kometen einschlagen lasse. Entschuldigung, bitte. Ich habe auch meinen Teil beigetragen. Du vielleicht, ja. Ein bisschen auf Nachhaltigkeit schauen. Das ist, ich verlange nicht viel. Es ist halt wieder die Edda, die das nicht tut. Tja, dafür habe ich auch 33 Terraforming Rating. Terraforming Rating. Ja, das ist, was du hier betreibst. Das funktioniert, möchte ich sagen. Ja, BP und Exxon haben sicher auch viel Terraforming Rating bei uns auf der Erde. Mhm. Und ist das gut? Ich glaube nicht. Oh, das ist ja alles furchtbar. Ich hätte gerne zwei, aber einer ist gerade der Favorit. Oh Mann, das ist teuer. Ja, das wird der Plan sein. Ja, soll sich das leisten, freue ich mich. Plus das. 16 plus 16. Minus 3. Ist 29. Das heißt, ich habe noch 10.
helfen. Hoffe. Das wollen wir nicht. Wieso bleiben hier so viele gute Karten für mich? Gut ist relativ. Es hört nicht auf mit guten Karten. Vielleicht hast du doch einfach nur was am Auge. Wer weiß. Am einen Auge vor allem. Mhm. Auf einem Auge blöd. Sehe, und das kompensiert dann das andere normale, kluge Auge. Oh Mann, die ist ja auch super. Ja, willkommen in meiner Welt. Boah. Achtung, lass dich nicht vom Rhein in seine Welt ziehen. Das ist ganz komisch da drin. Entschuldigung, meine Welt ist toll und sehr, sehr schön. Ist nicht, und komisch nur im Haha-Sinne. Aha. Ahahaha. Drei Karten behalten. So what? Ja, eine Karte wäre halt auch toll gewesen, die mittlere. Mit drei Hitze und drei Elektrizitätsproduktion. Aber kein Geld. Ich bemerke eine Asynchronität. Besser. Ja, die eine Karte wäre toll gewesen. War zu teuer. Hätte ich nur genommen, um sie anderen weg. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, was machst du Spannendes? Das ist eine hervorragende Frage. Wirklich. Danke. Danke dafür. Gerne. Ich möchte sagen, ich habe das Gefühl, das geht hauptsächlich gegen mich eigentlich, diese Karte. Also, weil dann die Ada keine Wahl mehr hat. Richtig. Ja, möglicherweise. Jetzt, wo sie endlich mal von jemand anderem als von mir gestohlen hat. Ich stehle nicht, ich entferne. Das stimmt. Ada, du bist. Macht's für mich nicht besser, möchte ich sagen, aber... Oh, ich habe mich von einer Produktion getrennt. Soll ich jetzt weniger Siegpunkte, als ich in der Vorrunde hatte? Verstehe ich nicht. Das kann ich dir auch nicht beantworten. Vielleicht hast du dich verschaut. So, was machen wir jetzt? Aufgeben. Mehr Geld sammeln. Aha. Ich habe noch 6 Münzen. Das ist ja widerlich. Stimmt. Ja, weil du Geld brauchst. Wirklich. Aber was spielst du? Sie will einfach nur das meiste Geld verdienen. Das ist alles, was für sie zählt. Ist sinnlos. Ich hab's gesagt, ich soll beim Spielen aufpassen. Naja, super. Wer ist wohl der Hauptgegner für mich von euch beiden? Ich glaube, du bist selbst dein schwerster Gegner. Vielleicht. Bitte weiter. Alter. Ich kann mich nur vielmals entschuldigen. Natürlich. Ich habe es nicht deswegen gemacht. Ich habe es wegen dem Tag gespielt und wegen meiner Produktion. Ada, du bist. Ich sehe es gerade. Du gehst zur Universität?
Die Mars-Universität ist, glaube ich, keine richtige Universität. Sag doch sowas nicht. Die hat immerhin Science-Tags. Also einen. Soll ich wieder so viele Siegpunkte wie vorher? Das versteht mal einer. Ich weiß nicht, ob diese Berechnung richtig ist. Ist sicher komplett falsch. Kann dazu auch nichts sagen, leider. Ah, vielleicht ändert sich's wegen den... Jetzt habe ich wieder zwei mehr, oder was ist das? Ändert sich's vielleicht wegen der Awards? Auch wenn ich nicht wüsste, inwiefern, aber... Möglich. Das ist das Einzige, was mir einfällt, ja. Weil bei den Awards bin ich jetzt hinter dich nämlich zurückgefallen. Deswegen hast du jetzt zwei mehr gekriegt. Ja, verstehe. Ich bin Thermalist. Meistens sind natürlich bitter, dass der Rainer da drei... zwei schon hat. Zwei, vier, traurig, fünf? Traurig. Also hätte ich wirklich drei, dann würde ich zustimmen. So, ja. Und ich habe keinen einzigen. Tja, oh. Das höre ich gerne. Hast du schon auf Passen gedrückt? Nein, ich bin noch am Überlegen, was ich mache. Du hast schon zwei Aktionen durchgeführt? Nein, ich habe aber noch eine Extraktion. Eine Extraktion über. Was? Eine Extraktion. Extraktion über. Aber wieso das? Ach so, wegen deinem Science-Tag. Ob du eine Karte austauschst, ja. Ich bilde im Bin. Ich bin im Bilde. Ach gut. Jetzt muss ich vorsichtig sein und langsam spielen, damit ich den Ocean gratis platzieren darf. Vielleicht gar nicht so langsam. It's my turn. Ah, endlich. It's my turn. Jetzt nicht mehr. Was ging? Schnell. Na, wir haben alle Geld hier. Oh, schau dich an, was haben wir denn da? Das. Oh, gerade, ich habe kein Geld. Auch nicht. Das schon. Den Quantenextraktor. Du hast schon fünf Science-Tags jetzt? Wahnsinn. Nein. Uiuiui. Das schaut nur so aus. Oh, dann bin ich beruhigt. Ich hatte schon Angst. Also mein Plan muss es irgendwie sein, die Installation ganz am Ende zu nutzen und dann quasi alle Hexproduktionen in Geld zu machen. Hm. Ah, das hätte ich vorher schon machen können. So, was haben wir hier? Aha, was ist denn das für ein Müll wieder? Das gibt's doch gar nicht. Rainer, du kriegst viel Müll von mir, bitteschön. Ich freue mich. Müll ist mir am liebsten. Geht bestenfalls zweimal. Das ist für mich wahrscheinlich der beste Müll, wo gibt. Wenn ich sie mir je leisten kann, was... Sagen wir mal, ich bin skeptisch. Die hier kann sich jeder leisten, die ist für jeden irgendwie halbwegs gut. Nur für mich ist sie relativ teuer. Die ist für jeden teuer. Und also ich habe nur drei Karten auf der Hand, wie ist das passiert? Ja, wer viel Geld hat, hat halt wenig Karten. So, mal hängen wir. Bei mir. Okay. Du darfst auch mal länger überlegen. Das ist nett, danke. Hä? Nein. Na, oh, da ist ja wieder was. War dumm.
Das hätte ich klüger machen können. Ich glaube, ich habe mir jetzt definitiv die falschen Karten gehalten. Oh. Was machst du denn da? Tja, Dummheit wird manchmal doch belohnt. Oder zumindest nicht schlimm bestraft. Das irritiert mich sehr. Ah. Oh. Hätte ich mir besser ausgedacht alles. Habe ich aber leider nicht. Insofern, nee. Was soll man tun? So, was macht ihr jetzt alles Schreckliches? Ich warte. Ja, nicht sicher. Weil ich die zweite Karte da auch kaufe. Ja, leiste dir halt mal was. Man kann nicht immer sparsam sein. Genau, hör auf den Reinhard. Der sparsamste Mensch, den ich kenne. Ja, dann leiste ich mir was. Na bitte, geht doch. Ganze zwei Karten, hui. Ja. Da hast du dich aber verausgabt. Also nicht, dass dir das noch auf den Kopf fällt. Deine Rohstoffe machen mich ein bisschen schwindeliger einer. Mich auch. Nein, ich wollte doch eine Kultivator sponsern, Edda. Oje. Dafür haben wir jetzt den Scientist da. Und ich wollte, ihr bösen Wegschnapper. Ja, was soll ich tun? Wenn es schon so liegt, da kann ich nicht Nein sagen. Oh, der Research Output. Etwas spät vielleicht, aber ich mag ihn trotzdem. Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das jetzt mache. Haben wir das an sich überlegt gehabt? Also, sagen wir so, spekulativ sehe ich zwei gute Möglichkeiten für den Research Outpost, wo man den hinstellt. Ja, ich meine, da links unten, unterhalb von meiner zweiten, von meiner Starter, genau, dass ich da zweimal Siegpunkte kassiere. Richtig, und dann vielleicht... rechts oben. Genau. Wobei... Ja, rechts oben hat die Placement-Boni als Vorteil, die rundherum sind. Und Mitte unten halt den Vorteil, dass du da auf jeden Fall zweimal doppelt kassierst und nicht nur einmal. Und ein bisschen Stahl und so Zeug noch kriegst. Und Geld, wegen dem Ozean angrenzend. Hm. Also, irgendwas habe ich mir dabei gedacht, dass ganz leimend nutzen kann. So, war mal der. Ich sehe schon den Giant Ice Expert, weil ich nicht mehr spielen. Oder? Oder vielleicht doch. Jetzt. Ich meine,
Wenn ich ihn spiele, dann jetzt oder nächste Runde? Letter wäre im Prinzip tatsächlich das normale. Bin fertig. So. Wie gemein. Ja, so bin ich. Hatte ich die Arby Wars in meiner Hand und habe das missachtet, dass da sowas passieren kann? Nein, ich glaube, die habe ich als erstes gehabt. Dann beruhigt mich das ein wenig, weil sonst wäre das wirklich schlimm. Sonst müsste ich mich wirklich ärgern. Apropos mich wirklich. Na, jetzt gibt es eh nur zwei Aktionen, die ich jetzt machen kann. Sinnvollerweise. Aber ich werde meine nicht. Gut. Dann bin ich jetzt auf deine Aktion gespannt. Deine eine sinnvolle Aktion. So ist diese denn wirklich geben soll. Bin fertig. Kann jeder sagen. So. Okay. Ist halt so. Kann wirklich jeder sagen. Du hast recht. Du hast ja so recht. Danke. Freut mich, dass du das auch so siehst. Greenery. Greenery. So, ich bin kurz am Twilidi. Sachen gibt's. Edda, was passiert mit deiner Stromproduktion hier? Sie produziert. Aber warum so viel? Ja, warum denn nicht? Ja, mir vielleicht nicht so recht. Oh je. Ich meine, eigentlich ist es mir egal, aber... Ja. Und irgendwie besorgniserregend. So viel Strom in einer Hand. Dass du da keine Angst hast, dass dir nicht was Schlimmes passiert. So. Witzig ist, alle Karten, die ich kriege, von den gezogenen Karten wegen Placement Boni, sind Karten, die ich schon lange nicht mehr spielen kann. Je. Ungünstig, nennen wir es mal so. Oh. Okay, dann. Die Ada haut da Produktionssachen rein, das ist ja nicht mehr schön. Ja, irgendwer muss es halt immer über. Na, mit 5 Science-Tags kann man das schon mal machen, ja. Bitte 6 Science-Tags. Ja, jetzt. Science-Tags. Silence-Tags. Oh, Rainer, verkaufst du deine Karten? So verzweifelt bist du schon. Ja. Wie gesagt, das sind die Karten, die ich durch die Placement-Boni gekriegt habe und die schon lange, lange, lange nicht mehr gespielt werden können. Oje. Weil dieser Mars aus irgendwelchen Gründen viel zu heiß ist. Oje. Ja, 0 Grad ist schon sehr warm. So ein Mars auf jeden Fall.
Und schon wieder nur drei Karten auf der Hand. Ah, oh nein. So, aber es sind nur wenigstens drei gute Karten. Na, immerhin. Das höre ich gerne. Wieso hast du deinen zweiten Science-Tag, Peter? Wo ist der hergekommen? Ich war so froh, dass wir beide nur einen haben. Ein Research-Outpost, ne? Und sowas. Ich weiß, ich bin in einer Enttäuschung. Aber auf ganzer Linie, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Passt, bin fertig. Na, endlich kann ich wieder spielen. So. Ach, Edda. Hölle. Ich finde, manche Menschen übertreiben es einfach. Nein. Wissen einfach nicht, wann es genug ist. Und machen immer weiter und weiter und weiter. Ja, echt ekelhaft. Edderhaft. Ja, genau. Wenn du willst, können wir das gerne so einführen. Wer ist jetzt gerade am Zug? Das ist ja Rainer. Ah. Da muss man mal überlegen, wie er seine Rohstoffe loskriegt. Das habe ich schon längst aufgegeben. Einfach verschenken, an alle verschenken. Ich kann es gut machen. Aufgabe von Rohstoffen habe ich aufgegeben. Ich habe nicht die falschen im Lager. Welche willst du noch? Ich hätte lieber gerne Titan und Stahl vertauscht. So undankbar. Wirklich? Hm, so ist das halt. Moment, ich muss kurz nachdenken. Also, ich brauche Black Polar. Lass mich 15. Ich noch eins. Nächste Runde kriege ich 1, 37, 38. 4, 38, 25 für die Stadt. Bleiben noch. Sehr spannend gerade, muss ich sagen. 13. Hört es auch kaum aus, ja. Mal 3 ist 24 und 13 ist 37. Sieht sich das genau aus. Ja, wenn ihr meint, dann spiele ich halt irgendeinen Blödsinn zusammen, wenn es euch glücklich macht. Würde es. Na bitte. Ein Wasser. Dasselbe Problem, vor dem ich vorher schon stand. Nur noch eine Karte auf der Hand. Ich habe schon gepasst. Ich kriege jetzt wieder eine Karte, die ich nicht brauchen kann, möchte ich halten, die ich nicht mehr einsetzen. Kann ich sogar einsetzen. So. Neue Karten, herrlich. So, was sind da noch? Was ist das? Das ist natürlich gut. Ich stelle mir gerade dumme Fragen, muss ich gerade sagen. Wirklich dumme Fragen, die ich mir stelle. Die Heat werden ja dann die Energy werden ja dann automatisch zu Heat in jeder Runde. Am Ende jeder Runde.
Was ist denn das? Zu spät. Ja, zu spät, sag ich auch. Ah, Mann. Das ist... Oh, jetzt geht ja endlich ein bisschen was weiter. Heute zwar eine Stadt, aber die kann ich nicht mehr bauen, selbst mit Adaptation Technology nicht mehr. Wow, niemand hat sich das Mineral Deposit genommen? Ja, für zwei... Nein. Für, zwei ja, für, die Edda, für die Edda hätte es sich eigentlich mehr gelohnt, weil für sie ja. wäre es 7 plus gewesen. Aber gut. Aber du weißt nicht, was ich mir sonst genommen habe. Das stimmt. Und vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. So, wir starten da rein, er startet. Okay, okay. Oh, wie, ich hoffe nicht, war das kein. Aber jetzt haben wir. Wir müssen das. Jetzt haben wir gerade eine neue Runde gehabt und ich habe noch immer die 13. Energie. Ja, du hattest vorher 4 Energie und die ist zu Hitze geworden. Jetzt kriegst du in dieser Runde 13 Energie wieder. Achso, okay. No. Sie wird dann zu Hitze. Nicht aus. Ja, du kennst das Spiel ja auch noch nicht. Nein, ich spiele das heute zum ersten Mal. Wie wir alle wissen. Oh. City is placed. Servus. Servus, Alter. What the fuck? What the fuck, da geht's ja, ab. Ja, du bist ja sicher gegen Pflanzen stehlen. Ich war gerade sehr verwundert, warum ich dir keine Pflanzen stehlen konnte. Verdammt! Hätte ich das noch bedacht, dann hätte ich die vorige Runde schon gespielt. Ja, bist du oh. Ah. Oh, dann ist er vielleicht schon aus. Ja, das sag ich ja die ganze Zeit. Ja, ich so, meine, diese Karte war eine meiner Startkarten. Die Karte ist eigentlich ganz nett. Das sind 30 Punkte. 30 Punkte. Wieso kann ich mir das eigentlich nicht leisten? Wieso kann ich das nicht bauen? Fragen im Leben. Ach so, weil ich zu wenig Energieproduktion. Fuck. Ist es das, was 4 Energieproduktion wegmacht? Nein, 2 Energie. Es ist das Capital. Ah, ja, das ist eine schöne Karte, wäre das da. Ja, aber zahlt sich jetzt auch nicht mehr so viel aus, weil die bringt 5 Geldproduktion, also sagen wir mal. Aber halt auch andererseits. 6 Siegpunkte. Bis zu 6, sollte ich sagen. Ja, sagen wir 5 Siegpunkte werden es wahrscheinlich werden. Oh, das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt schwierig. Das sind halt urviel Siegpunkte. Das sind halt wirklich viele Siegpunkte. Aber auch wirklich viel Geld. Ja, das muss ich spielen. Wird das jetzt die letzte Runde sein?
Ich muss quasi die letzte Aktion haben, um Isolierung zu schaffen. Damit ich Banker und Thermalist. Jeder hat 20 minus 8, 15. Das heißt, kann ich mal das Kapitel aufzeichnen. Ich habe die Food Factory, die eine Pflanzenproduktion. Und ich krieg dadurch mehr Geld. Verkaufen von Patenten ist keine Aktion, oder? Das kann ich machen und dann noch was spielen. Das ist eine Aktion. Ja. Das weiß sogar ich und ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Das stimmt, das ist erstaunlich. Aber du kannst beliebig viele Patente mit einer Aktion verkaufen. Aber natürlich musst du dann alle innerhalb dieser einen Verkaufsaktion auswählen. Ja, okay. So, das sind 30 Punkte. Der große Konvoi. Da ist nur noch ein Ozean. Passt, bin fertig. Gott sei Dank, ich kann wieder spielen. Also ich sag mal, die Livestock-Karte ist ganz leiwand. Vor allem mit dem Wahl Enhancer. Sagen wir noch dazu. Ja. Ja. Das ist wohl wahr. Das ist ziemlich geil, ja? Bist du blöd? Nein! Rufst du immer Nein? Und ich meine, auch mit den Herbivores ist das ziemlich cool. Ein Punkt statt einem halben jedes Mal. Meine Güte. Wahnsinn. Ja, schauen wir mal, ob es reicht. So, jetzt ist die Überlegung. Ich werde diese Runde beenden. Das ist die letzte Generation. Eindeutig. Rainer, tust du was? Ja, ich überlege gerade. Das ist die Frage. Kriege ich es irgendwie hin, Thermalist und Banker zu gewinnen? Wahrscheinlich nicht. Thermalist und Scientist, da wäre ich bestenfalls Zweiter geteilt. Sie wird 20 haben. Vielleicht mehr. Das weiß ich noch nicht. Sie wird 15 plus 15, 30 haben. Das klingt eigentlich okay. Dann robben wir mal langsam. Na dann, wenn ihr alle drauf besteht, dass ich was tue, dann tue ich halt jetzt was. Erhöhst du die Temperatur? Pah, bist du das wirklich, das ist, also ich habe mit vielen gerechnet. Und dann endest du den Turn. Ja. Du kannst gehen. Aber ich möchte sagen, ohne deine Mithilfe hätte es nicht geklappt. Insofern bin ich dir sehr dankbar dafür. Was habe ich gemacht? Ozeane. Kriegt mir jetzt noch einmal irgendwas? Es wird noch alles produziert und dann darf man noch einmal Pflanzen ausgeben, die man hat. Und man kriegt Placement-Boni. Bin fertig. Aber wenn ich jetzt Energie produziere, kriege ich zwar die Energie, aber die Energie wird, die neue, wird natürlich nicht mehr zu Hitze. Genau, du kriegst nur die 13. Das heißt, jetzt Energie produzieren zusätzlich bringt eigentlich nichts.
Was geht denn da überhaupt noch? Oh. Ich habe zufällig den Search for Life, die Karte, irgendwann mal gezogen. Sehr schön. Gleich machen. Ja, geht nicht mehr, leider. So, was habe ich jetzt noch einmal von einer Powerplant, einer Greenery oder einer City? Wenn du eine City neben Wäldern baust, dann bringst du pro angrenzenden Wald einen Siegpunkt. Greenery bringt dir per se jetzt nichts. Nichts mehr. Und Powerplant ist was noch einmal? Dass du eine Energieproduktion kriegst, das bringt dir auch nichts. Oh, also am ehesten bringt der Stadt was, die bringt dir 2 Siegpunkte. In Kombination mit dem Greenery dann noch mehr. Aber jetzt, wenn du jetzt eine Stadt baust, würde ich es neben 2 Wälder bauen, dann kriegst du 2 Siegpunkte dafür. Mhm. Und ich würde es dann auch noch wo bauen, wo ich für die Stadt Placement-Boni kriege, die möglichst wertvoll sind. Genau, also ich würde es wahrscheinlich bauen links oben in das Eck, wo es noch frei ist, weil dann kriegst du noch 4 Wasser Minuten. Entweder, ja. Meine letzte Karte macht nämlich nicht mehr so viel Sinn. Was ich natürlich nicht bedacht habe. So, also neben also 2 Wälder. Zweite Spalte, dritte Zeile oder wieder gezählt, wie auch immer. Verdammt. Ich hätte nicht den ganzen Wunsch. Weil ich kriege ja nur entweder 30 Hitze. Ja, oder entsprechendes Geld. So. Die Frage ist, kann ich es mir erlauben? Da zweiter zu hören, um das da erst ich zu nicht. Also, wenn es nur darum geht, Ether Punkte zu bauen, mehr. Müsste ich das fast so machen. Wo ist mein... Ah, da ist es. 13. Will mehr als erst, ja. Dann bringt mir da ja nichts. Noch kurz zu schauen. Nein, das ist wurscht. Nein, 22. 22. Das heißt, wenn ich mich nicht irre, sich nichts großartig ändert. Das ist die 22. Das heißt, ich werde mir 8 wegnehmen, habe ich 10. Wobei kriegt man von der Powerplant nicht auch noch einen Siegpunkt, weil er nämlich die gehört? Ich weiß nicht, was das heißen soll. Beim Standard Project kannst du eine Powerplant um 11 Geld bauen. Oder dafür kriegst du nur Stromproduktion, das ist alles. Sonst nichts. Gibt es das beim normalen Spiel auch? Ja, das ist ein Standardprojekt. Komplett an mir vorbeigegangen. Das stimmt zwar nicht unbedingt, aber momentan ist es dir offenbar nicht gegenwärtig. Tja. Okay. Mir einen Titan noch. Steht mein Wasser nicht richtig? Wann wäre das? Allerdings auch dumm. Warum habe ich das nicht... Was? Ich hätte das nicht machen sollen, was ich gerade gemacht habe. Ich hätte das wieder... Ja, dann ran, zu spät, ich habe schon auf Endturn geklickt. Deswegen mein Ärger. Weil ich habe Endturn geklickt und dann ist mir klar geworden, hätte ich nicht tun sollen. Oje. Ich weiß allerdings zugegebenerweise auch nicht, ob es einen Unterschied macht. Eigentlich nicht. Eigentlich ist es vollkommen egal. Oh, schöne Karte. Schöne Karte, wenn man sie spielen kann.
Aber wann hat man schon beide, alle drei grünen Tags? Ja, selten. Aber die habe ich schon relativ lang gekartet, weil ich mir gedacht habe, dass ich auf das zum Wohl auf das Spiel. Oh, ich habe mir wirklich. Verdammt. Ich habe mir damit ja wirklich geschadet. Ungünstig. Haben wir damit wirklich wehgetan jetzt gerade? Was hast du denn gemacht? Ich habe mir 2 Geld gekostet. Oh. Die ich eigentlich gebraucht hätte. Oje. Und die mich effektiv. Siegpunkte wahrscheinlich kosten. Mir fehlen 3. Um Gottes Willen. Okay, gut, dann nicht. Dann hat es mich nur 1 Siegpunkt gekostet. Das gut. So, wegen Science Tech? Ja. Ja, ich dachte, ich nehme das noch auf sicher, dass da jetzt nicht irgendwas kommt. Und Siegpunkte hat es auch, also. Okay. Das beruhigt mich, wie gesagt. Dann war es doch nicht schlimm. Okay. Ein Siegpunkt, wie wir wissen, kann den Unterschied machen zwischen gewinnen oder nicht gewinnen. Ich mag das Geräusch nicht, wenn es der Rainer macht. Dann kommt er immer auf was drauf. Ob es einen Unterschied macht, aber es geht sich ja doch alles aus. Ja. Die Tina hat erraten, welches Geräusch ich meine. Sehr gut. Was tust du da jetzt alles da, der Wahnsinnige? 22, 15 und 7 ist 22, 15 minus 8 ist 7. Du kannst schön rechnen. Danke. 18, 12, 3, 8, 95, 9, 2. Dann sind wir fertig, oder? Was ist das? Achso. Du darfst noch Greenery platzieren. Für einen Punkt, also 2 Punkte. Na, für einen. Na, 2. 1 für Greenery selbst und 1 für angrenzende Stadt. Aber ich habe 11. Schade, geht es jetzt nicht aus, dass da mehr rauskommt. Ja. Uch. Nein! Wie schlecht, unglaublich. Schon wieder. Ich bin noch nicht so weit. Wo kommt? Wieso tut so sich nichts? So viele Sachen gemacht. Ich weiß nicht. Und ich weiß auch nicht, warum ich automatisch zur Übersicht gekommen bin diesmal. Ah, schön, schön, schön. Ah. Ja, aber das ist ja im Vergleich zum letzten ja Welten. Aber die Erde ist knapper dran. Sind das immer die Cities oder was? Das gibt's doch nicht. Ja, du hast viel zu lange urviel produziert, ey. Du hast in der letzten Runde noch Produktion raufgeschraubt. Du brauchst eigentlich in den letzten 2 Runden, wenn du weißt, dass es zu Ende geht, und vor allem in der letzten Runde war es klar, weil der Rainer schon ganz gut macht. Ich habe nicht realisiert, dass das dann so schnell gegangen ist. Ja, da braucht man dann nicht mehr in Geld investieren, vor allem wenn du eh am meisten produzierst. Ich meine, ich habe es lustig gefunden, weil du halt auf das extrem gegangen bist. Ui, Edda, bei allen Awards erste. Ja, das macht was aus, glaube ich. Ja, aber nicht wirklich, weil solange es total nicht sich auszahlt, ist es ja... Bei einem ausgeglichenen Gleichstand mit mir für den ersten Platz, aber... Ja. Ja, dass du da am Ende einerseits deine Kombo da mit den Tieren und dann nochmal die 30 Punkte für die eine Karte und dann... Ja, Livestock 10 Punkte allein. Ja, City und Greenery macht halt da den Unterschied, oder? Ich meine. Ich sag's nochmal, wenn eine Karte 10 Punkte bringt, also eigentlich 2 Karten streng genommen, 10 Punkte bringt, dann ist das schon.
Nicht schlecht. Vor allem, weil ich glaube, dass die beiden Karten jetzt nicht die super teuersten sind. Na. Also das ist schon sauber gespielt. Ja, es hat sich gut ergänzt. Ja, aber natürlich, Ada, also du hast im letzten Spiel auch nicht am Maß gebaut, das hat sich da wahrscheinlich auch gerichtet. Irgendwie muss man da doch. Ja, das, ich finde, dass das, ich meine, ich weiß, dass es sinnvoll wäre, aber es macht mir mehr Spaß, nur mit den Karten zu spielen. Hm. Na, ich weiß ja nicht. In der Tat. Ja, sehr schön. Wunderbar. Das ist, Peter Born, das ist schön. Ein Glück, dass wir nicht die Sonne terraformen. Ja, das, das wird länger dauern. Dann müsste man sie umgekehrt abkühlen. Ich glaube, es wäre auch nicht so, so super sinnvoll insgesamt. Och. Also ich glaube, dass das widerspricht quasi das Ziel irgendwie dem Nutzen oder so. Och. So, Peter. Oder alles für schlimme Karten gehabt. Aber wieso bin ich beim Banker Award? Rate mal, was ich am Schluss noch gemacht habe. Was hast du noch gemacht? Ich habe Insulation gespielt. Oh, fuck. Ja, okay, Hitze in Gelb. Okay, wir haben schon gewonnen, weil da war ich mir ziemlich sicher. Wie viel hat das dann noch gebracht? Warst du da bei der Ada dann noch knapp dran wahrscheinlich, oder? Ja, 14 habe ich jetzt. Also, ich hätte theoretisch die Insulation auch für all meine Hitzeproduktion her. Also, aber dann hättest du die Thermaliten verloren. Genau, so ist es. Dann wäre ich auf Thermalist nur zweiter. So hast du X-Eco erster, verstehe. Darum. Genau. Weil ich schon nachdem, der Ada der erste, ja. Nachdem ich dich ja als meinen Gegner sehe und nicht unbedingt die Ada in dem Fall. War es, glaube ich, sinnvoller, dich da rauszukicken vom zweiten Platz anstelle. Ja. 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 Na, stimmt schon. Na, das hat mit dem habe ich eigentlich gerechnet. Also das. Ich dachte, dass ich dann noch mehr habe. Aber es ist sich trotzdem gut ausgegangen. Na, sehr schön. Ausgezeichnet. Ja. Ich bin. Du bist zweiter Platz. Ja, schon wieder. Immerhin nicht ganz so knapp wie letztes Mal, aber ja. Ich möchte sagen, das mit der Revanche hat nicht gut geklappt für mich. Ja. Am Samstag dann potenziell wieder. Genau. Mhm. Und dann wirklich mit dem Sieg. Ja. Und man darf mich auch gewinnen lassen. Die Hoffnung stirbt zuletzt und gewinnen lässt dich hier keiner. Ich weiß. So einfach machen wir es dann nicht. Dann. Ihr könntet aber. Könnt man, ja. So eine kleine Spontanlobotomie oder so. Bis Samstag geht sich das sicher aus. Eine Spontanlobotomie für dich? Nein, für einen von euch. Ach nee, danke. Naja, passt. Man kann es ja mal anbieten. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich verabschiede mich mal. Dankeschön. Liebe Grüße von der Tine. Nacht. Liebe Grüße zurück. Liebe Grüße zurück. Liebe Grüße. Nein, deine zu spät Grüße zählen nicht. So, jetzt sind wir unter uns. Und den Millionen von Zuschauern auf Twitch. Milliarden. Ein Endsieg, nein. Kann man noch irgendwas spielen? Verzweiflung nur noch. Ja, ich muss noch eine Stunde wach bleiben. Schlimm für dich. Mhm. Und für alle, die das miterleben müssen. Du bleibst sicherlich auch noch sicher eine gute Stunde wach. Ja, ich sag ja, alle, die das miterleben müssen, ist das auch schlimm. Ich glaube, ich werde mal den Stream beenden. Tu das. Auf die Gefahr hin, dass das dann sämtliche Daniels, die zugeschaut haben, nicht mehr zuschauen werden können. Gute Nacht oder so. Oder so. Oder auch nicht. Gibt's noch was zum Anschauen hier in dem Spiel? Ich glaube, ich habe alles angeschaut. Ich habe schon alle Karten angeschaut. Könnten wir alle Karten nochmal anschauen, nur so pro forma, damit das auch. Was ist rockettrap.com? Ich glaube, da gibt es so mehr oder weniger lustige Partyspiele. Achso, war das nicht das, wo wir Love Letters gespielt haben dann? Potenziell, ja, aber da gibt es halt auch lustigere Spiele für dann theoretisch mehr Spieler.
wo man eben zum Beispiel Stille Post Extrem spielt, wo man abwechselnd zeichnet und dann den Begriff aufschreibt, was sehr lustig ist, vor allem wenn man sich dann nachher über diese Begriffe unterhält. Es gäbe Codenames, es gibt noch andere Spiele in der Art. Alle sehr lustig. Aber auch für zwei Leute. Weniger.